Ja, danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, Hohes Haus, werte Kollegen. Ja, es ist einiges gesprochen worden. Ich wiederhole es noch einmal, dass es klar wird, vor allem für die Regierungsparteien inklusive dem grünen Beiwagerl. Sie tun eben nicht alles für die Jugendlichen in Österreich. Sie sagen immer, sie wollen alles tun, um die Situation zu verbessern. Sie tun es eben nicht. Wir haben noch einmal zwei große Problemkreise. Wir haben einen Scherbenhaufen in der Bildungspolitik, die Frau Ex-Minister sitzt ja auch da, den Sie fortsetzen, wo es nicht einen Ansatzpunkt gibt in der Bildungspolitik für die Jugendlichen, für die Kinder, was zu verbessern. Sie fahren Ihr System weiter, koste es, was es wolle, und wenn noch 10.000 bis 20.000 Jugendliche auf der Straße bleiben. Das zweite Thema ist, da schaue ich nach rechts zur ÖVP, auch ein Versagen der Wirtschaftspolitik. Der Kollege Demesler hat es gut ausgeführt. Auch hier passiert seit Jahren nichts. Und dann haben wir das Paradoxon, dass wenn eine Lehrstelle ausgeschrieben wird, die Unternehmer sagen, ich bekomme keine anständigen Lehrlinge, die ich nehmen kann. Und auf der anderen Seite sind zig Lehrstellensuchende auf der Suche nach einer Lehrstelle und sagen, sie finden keine Lehrstelle. Und dass hier was falsch läuft, das wollen Sie nicht zur Kenntnis nehmen. Sie machen jetzt ein Gesetz mit der rosaroten Brille. Sie verschieben das in der Statistik, dass Sie halt alle in irgendwelchen Ausbildungslagern oder sonstigen AMS-Kursen landen. Und Sie helfen den Jugendlichen eben nicht weiter. Und vielleicht noch einmal auch zur Erklärung, von was sprechen wir hier? Ich sage noch einmal die Dimension. Es sind 13% der Jugendlichen, die wir aktuell verlieren. Da sind aber nicht mitgerechnet der ganze Asylbereich, der gekommen ist, da ist nicht mitgerechnet alle Jugendlichen, die jetzt irgendwo jobben, und da ist auch nicht mitgerechnet jene Jugendlichen zwischen 15 und 18, die bereits als Hilfsarbeiter arbeiten. Das heißt, die Gruppe der Minderqualifizierten ist ja wesentlich größer. Das erzählen wir hier im Parlament schon seit Jahren. Und jetzt sage ich es noch einmal, zwei Dinge müssen Sie machen. Ich habe es Ihnen davor erklärt. Sie müssen den Unternehmern draußen Möglichkeiten geben, dass sie Lehrlinge wieder einstellen können. Ich wiederhole die Zahlen von 41.000. Ich schreibe es Ihnen auch gerne auf. Aber Sie brauchen nur nachfragen. Von 41.000 Lehrbetrieben auf 29.000. Da müssen bei euch, bei der ÖVP, alle Alarmglocken schrillen. Und Sie wissen, warum die Unternehmer immer weniger Lehrbetriebe haben. Sie wissen es ja ganz genau. Dann ändern Sie es bitte. Wenn Sie es mit der SPÖ nicht schaffen, gern mit uns. Und im Bildungsbereich brauchen wir auch nicht. Wir diskutieren seit Jahrzehnten das Versagen der Bildungspolitik. So, und Sie machen weiter und nehmen nicht zur Kenntnis, dass Sie nach neun Jahren, Sie sollten sich in Grund und Boden genieren, nach 9 Jahren haben Sie es nicht geschafft, Kindern die normalsten Dinge beizubringen. Kulturtechniken, pünktlich sein, grüßen, 3x3 ist 9 und einen Text lesen zu können. Und auch hier machen Sie weiter, ohne das System zu verändern. Und eben dieses Gesetz ist reine Kosmetik. Vielleicht noch einmal auch ein für mich ganz wichtiger Punkt, der in Ihren Beilagen. Es ist immer sehr mühsam, Ihre Beilagen zu lesen, aber ich tue mir die Mühe immer an. Sie schreiben selbst in Ihrer Erklärung zu dieser Gesetzesvorlage, dass jeder Jugendliche, der quasi verloren geht, den Staat 1,8 Milliarden Euro im Durchschnitt kostet. Die können Sie nachlesen. 1,8 Millionen kostet das dem Staat. Zahlen aus Finnland von der Europäischen Union erhoben. Aus dem Jahr 2011 allerdings schon. Wir haben selber in Österreich ähnliche Studien, die sprechen von 2,5 Millionen pro Jugendlichen. Und jetzt mache ich die einfache Rechnung, und das muss man auch einmal sagen. Wir haben in den letzten 2 Jahren mehr wie 100.000 Personen ins Land hereingeholt, unter dem Titel Asyl. Wenn Sie diese 100.000 einmal multiplizieren mit diesem Wert von 1,5 Millionen, dann wissen Sie, bei wie vielen 100 Milliarden wir liegen, was das den Staat in Zukunft kosten wird. Danke. Man habe einen Scherbenhaufen in der Bildungspolitik, so Peter Wurm von der FPÖ. Außerdem versage die Wirtschaftspolitik. Seit Jahren passiere hier nichts. Nächster Redner.